Ja, und so weiter und so fort. Na egal. So, ein Shop. Das hatten wir ja lange nicht. Ja, mal ein bisschen shoppen. Medipack Goes. Mhm. So, was haben wir denn? 23.000, naja. Das müssen wir leider in Dings investieren. Also sprich, in Plasma-Energie. Was kostet eigentlich der gute große Medipack? ...10.000, alter Schwede. Nee. Ist mir Munition wichtiger. So, oh ja. Damit kann man arbeiten, denke ich. So, na gut. Schon wieder einer Schmerzen hier. Ich speichere jetzt an jeder Station, ist mir egal. Ist mir sicherer. So. Boah, dass das Bild so wackelt, Alter, das ist auch ziemlich ätzend. Alter. Hä? Es rennen hier immer noch Leute rum, wa? Also Leute in dem Sinne von, ja. Ich meine, die sind alle ziemlich am Arsch, aber es gibt noch welche. So, großes Tor. Achso. Was ist das hier überhaupt? Energieraum. Maschinenraum. Würde ich jetzt mal tippen. Hier ist nichts drin. So, na gut, dann wollen wir mal. Was ist das denn hier? Ach so. Ah! Oha. Die Frage ist, was erreiche ich jetzt damit? Kann ich da einfach. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Ach, die kann ich bloß nach da verschieben, oder? Oh! Scheiße, das geht also nicht. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Mist. Kann ich hier hinterstellen? Nee, wa? Ah, okay. Das heißt, wir müssen das so und dann uns nach vorne drücken und laufen, oder wie? Aha.
Ja. Die Frage ist, wie weit? Okay, hier sind irgendwelche Energiezellen-Dingen. So, weiter geht nicht. Ich hab irgendwie keine Ahnung. Ja. So, na gut. Sollen wir uns vielleicht den Mechanismus doch mal noch mal genauer angucken. Also ich kann mich dahinter stellen und dann passiert mir nichts. Okay. So. Könnte man mit dem Ding loslaufen, wa? Stimmt, die feine Abstimmung aber noch lange nicht, wa? Wie geht denn das hier weg? Scheiße. Ja. So, Nummer 1. Nummer 2. Oh, jetzt fängt es. Boah, nicht so weit weg. Nicht so weit weg. So, das war Nummer 3. Die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt weiter? Kann ich da hinten raufschießen? Muss ich da hinten raufschießen? Ich weiß es nicht. Hier komme ich jedenfalls nicht weiter. Okay. Das hat also keinen Effekt. Ja, da müssen wir halt versuchen. Erstmal müssen wir versuchen, nicht zu sterben. Aha. Ja, ich hab's verstanden. So, wahrscheinlich müssen wir das auf beiden Seiten gleichzeitig. Nicht gleichzeitig, sondern. Na, sag mal schnell, die Energieknoten auf beiden Seiten halt deaktivieren. Also diese Dinger hier, Energieknoten möchte ich jetzt mal nicht sagen. So.
Ja. Typ. Pass ein bisschen auf. So. Aha. Stille. Hoffentlich. Und wir sind ganz schön an hier. Was ist das hier überhaupt? Singularitätsknoten aufheben. Antriebsenergie ausgefallen. Siehst du das? Hast du ihn? Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Ja, ich bin hier bestimmt nicht alleine. Hä? Achso. Was ist das hier? Keine Ahnung. Das war jetzt ein bisschen... Bisschen Quatsch. Ach, da geht's ja weiter. Ja, nicht gesehen. So. Gibt's hier wenigstens Heilung? Also Kisten gibt's hier noch. Nee. Und jetzt kann ich die Kisten da nicht mehr öffnen. Doch. Ja, trotz alledem Heilung. Anzufunken, aber mein Kumpel war aus. Sie haben den Singularitätskern. Raus! Bringen Sie den Kern zum Schatz und warten Sie nicht auf mich! Oh, Scheiße! Wer hätte das gedacht? Alter Schwede. Holla, die Waldfee, der kann aber was. Signale von Hammond verloren. Ist er tot? Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Was hat der dabei gehabt? Scheiß Hyperleiter. Oh, wenigstens ein bisschen Heilung. Weil hier nicht gleich am gleich beim nächsten Gegner One-Hit sind hier. So. Was? Alles klar, ich geh schon. Wenn er nicht wollt, dass ich da lang gehe. Versagen der Treibstoffeinwärmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Aha. Schön. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinwärmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes.
Ne? Rinder. Ja, wir wissen es doch. Hui, eine Fresse. Fällt die Kiste langsam auseinander, muss ich sagen. Also, das ist so ein bisschen Endzeitstimmung hier. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja, ich weiß, wir müssen da lang. Ach, scheiß drauf. Aua. Nun mach auf. Oha, alter Schwede. Hier geht aber jetzt wirklich langsam die Kiste. Ich frage mich, wo es wirklich. Da oben. Okay. Ende der Schwerelosigkeit. Aber nicht vom luftleeren Raum. Aufmachen. Ende des Vakuums. Wasser! Alter! Oh. Shop hier. So, Halbleiter kann weg. Sonst noch irgendwas? Impulsprojektile können weg. Brennstoff kann weg. So, was haben wir? 26.000. Ich brauche auf jeden Fall einen mittleren Medipack. Vorsichtshalber noch einen und den Rest Plasma-Energie. Wer weiß, was hier noch alles so kommt. So, schmeißen wir gleich mal ein Pillchen ein hier. Da Lachs und naja. Schön. Gerade noch eins gefunden, naja. Energieknoten, weiß ich gar nicht. Ah, doch, haben wir noch einen. TP! So, und damit können wir dieses Kapitel abschließen. Sehr schön. Kapitel 9, Tod bei Ankunft, abgeschlossen. Ja. Hey. Mal sehen, was jetzt noch alles so kommt. Was? Keine Instruktionen hier? Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Ah, hi. Mal wieder irgendwelche Teile suchen und. Ach, nee.
Ich habe so das Gefühl, dass hier gleich einer aufsteht von denen. Aber ich möchte auch nicht jeden anschießen, also von daher spare ich mir das mal und bereite mich auf den Schockmoment vor. Ja, Shop brauchen wir alles nicht. Wo müssen wir denn hin? Da. Geh trotzdem mal hier gucken. Was ist das hier? Okay. Shelly steht. Ja, Textlog sparen wir uns mal. Ist ja nicht wirklich relevant.